Es hat nicht einmal geleckt in 2 Stunden. Wow, selbst bei mir nicht. Ja, geil, Leute. Oh, mein PC ist schlechter wie deiner. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich an der neuen Windows-Version liegt. Ich meine, ich muss ja sagen, in den letzten Aufnahmen noch in der Höhle, wo es halt so rumgeleckt hat, es war eh nötig, mein PC langsam zu defragmentieren. Kann sein, dass er an sich nach dem Defragmentieren wieder normal gelaufen wäre. Ja, und du hast ja auch jetzt schon gesagt, du hast seit dem Neuaufsetzen mehr Platz auf der Platte wie vorher. Ja, weil ich die ganzen Spiele nicht installiert habe. Ja, siehst du, kannst du ja so lassen. Ja. Spielst ja eh nichts auf dem PC außer Minecraft. Ja, und, das stimmt. Und Neverwinter. Ja, ich spiele aber ab und zu auch mal irgendwas anderes. Ja, was denn? Ja, weiß nicht, wenn ich mal Lust habe, spiele ich. Ich habe letztens mal einfach mal eine Woche mal Spore gespielt. Was für ein Ding? Das war klar, dass du es wieder nicht kennst. Na klar, Shooter. Ja, nee, es gibt auch noch andere Spiele außer Shooter. Ja, ich spiele dann nicht so gerne Shooter. Ja, das ist ja auch kein Shooter. Ja. Also sag doch mal, was es ist. Erklär doch mal. Das ist ein Spiel von EA. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich kennen. Beziehungsweise ist von den Sims-Machern. Und es geht darum, die Evolution nachzuspielen. Das heißt, du fängst als Zelle an. Musst dich durch den Urschleim kämpfen. DNA sammeln. Dir neue Körperteile oder neue Funktionen an deinen Körper ran evoluieren. Und dann gehst du langsam aufs Land, dann bist du halt so in dieser Landkrabbelzeit, du musst Nester bauen, musst dich fortpflanzen, musst gegen andere Spezien kämpfen und so weiter. Dann geht's irgendwann, bist du dann so intelligent, dass du dann schon einen leichten Stamm aufbauen kannst. Nach dem Stamm, da baust du so Häuser, kämpfst gegen andere Stämme, dann kommst du irgendwann in die Industriezeitalter sozusagen und so weiter und so weiter. Bis du denn bis zur Raumfahrt angekommen bist. Und dann kannst du quer durch ein unendlich großes Universum fliegen, Planeten erobern, gegen andere Rassen kämpfen, handeln, okay, forschen und so weiter. Und das Ganze fing an als kleine Zelle. Du hast sozusagen wirklich die komplette Evolution nachgespielt. Von der kleinen Zelle an bis zu ein hochentwickeltes Raumfahrt-Imperium. Oh. Ja, und. Also von der Zelle hin bis hin zu Star Wars. Ja, wenn du es so willst. Star Wars, Star Trek, kann man sehen, wie man will. Ja, so ungefähr. Ja. Wie sieht's aus? Kann man knacken gehen oder? Ich baue noch meinen Turm ab. Puh. Meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Haha. Ich glaube, ich lasse die restlichen Kohleerzblöcke, es sind ja nur noch 4 im Inventar jetzt bei mir drin, ne? Die lasse ich dann mal, bis wir so viel Experience haben, das Ding zu reparieren. Was hast du gesagt? 29 Level. Kann jetzt sein, dass es aber jetzt teurer wird. Wieso? Du brauchst ja 2 Eisen mindestens, um es ganz zu reparieren jetzt. Ja, es reicht ja erstmal 1. Alter, mach es ja hin, ich stehe hier unten. Stehst du? Ja. Oh, guck mal, da unten ist Buggy als kleiner Punkt. Ja, da oben ist auch so ein kleiner Punkt. Ich weiß nicht, ob man da auf der Buggycam erkennt. Ich glaube nicht. Dafür ist sie, glaube ich, zu klein. Keine Ahnung. Plop, plop, plop. Ich hoffe, die Spitzhacke hält es noch bis unten aus. Die Haltbarkeit hat sich doch als sehr praktisch erwiesen. Es war gut, dass ich die raufgemacht habe. Sonst wäre das Ding wahrscheinlich schon längst Schrott. Na klar. Deswegen gibt es ja die Haltbarkeit. Genau. Oh. Ja? Hä? Was? Die Spitzhacke hat sich gerade selbst um einen Strich repariert. Aber es ist, ist kurz darauf wieder weggegangen. Wäre jetzt doof, wenn das jetzt kaputt gegangen wäre. Die Spitzhacke. Letzte Block. Okay, gut, dann packen wir den Rest noch rein. In die Kiste. Alter, guckt euch an. Guckt es euch an. Das ist doch unnormal. Und wir haben ja hier immer noch Erzblöcke. Ey, das ist krass. Gut, jetzt mache ich noch mache ich noch die Schärfe hier rauf. 12. Alter. Hä? Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Warum ging das nicht? Hä? Du kannst doch auf Schwerter 4 Skills rauf machen. Warum ging das nicht? Keine Ahnung.
Da werden wir uns mal informieren. Ich weiß, dass es auf Werkzeuge und Schwerter vier Skills drauf geht. Ja, da müssen wir uns mal schlau machen. Ja, ja, wir werden das prüfen, Leute. Wir werden das prüfen. Genau, aber jetzt gehen wir es erstmal knacken. Ja, wenn das jetzt irgendwie ein Server-Bug war oder irgendwie wieder irgendwie so ein Fehler oder sowas, ne? Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weil das wäre ja sonst doof, weißt du? Wenn das jetzt durch irgendwie so ein Fehler... Wenn das jetzt irgendwie so ist, dass es bei Schwertern und bei Werkzeugen jetzt nur noch drei sind statt vier, dann ist das meine eigene Schuld. Aber ich will meinen, dass es nicht so ist. Keine Ahnung. Wir sehen. Ich weiß nicht, da draußen brannten welche. Ich wollte nur gucken. Jo, lass es doch brennen. Ich wollte nur mal gucken. Ah, nur mal gucken. Genau. So, wir legen das hier und... kommen. Ach, guck mal hier, Crafting Box reinlegen, Effizienz. Ich habe noch ein paar Setzlinge für dich. Ah! Ja, da kommen wir in die Küche. Also Birken. Da kommen wir in die Küche. Warum? Weil ich in der Küche stehe. Hä? Ja, draußen an der Küche dran. Egal, an der Küche. In der Küche. Oh, vor der Küche. Der Typ ist voll bekloppt. Ja, Leute, ich weiß. Ey, ich komme ja schlecht, lachte. Oh, wir haben nichts gesagt. Das war gut. Der Typ da. Das waren nicht wir alle, das war nur einer. Ah, also der ist auch so da. Was? Nein. Einer von den Kürbissen war es, aber nicht alle. Egal, ihr werdet alle geschlachtet. Ihr seid alle eine Kompanie. Eine Einheit. Oh, wir werden wiederkommen. Wir kommen immer wieder. Nein, wenn ich euch die Samen klaue, nicht. Das wagst du nicht. Doch, ich mag das. Ich habe nichts gesagt. So, Leute, das war doch... wie spät ist es eigentlich? Also, nicht wie spät es ist, sondern wie lange. Naja, eigentlich müssen wir noch was raufhauen, ne? Ich will ja noch die 8. Folge zusammenkriegen. Ja, haben wir doch. Der guckt auf die Uhr. In 2 Minuten. Ja, in 2 Minuten. Ja, hast du recht. Bis wir fertig sind mit Reden, sind die 2 Minuten rum. Nö, ich kann doch nochmal die Kühe hier. La 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 la. La 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 la. Immer diese Überstunden. Ich glaube, ich muss mal in den Streik treten. Überstunden. Was für Überstunden? Sieh das doch mal so. Die Leute freuen sich doch, wenn es länger geht. Immer diese Leute. Überstunden. Immer diese Überstunden. Tja, ja. Wir haben die Experience schaut, ne? Oh, 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 oh. Was? So. Was machst du? Hör auf damit. Kämpf nicht gegen was Tiere tötet. Alter, wie viele Kühe jetzt hier sind. Ist ja krass. Ich glaube, da hole ich nochmal mein Schwert. Dein Schwert. Mein Schwert. Ihr wisst ja, Schwerts sind ja neu eingefügt worden. Es gibt ja keine Schwerter mehr, sondern Schwerts. So. Ah, okay. Die Spitzhacke ist fast hin. Die nehme ich deshalb auch einfach mal mit. Die normale Spitzhacke natürlich, nicht irgendeine Verskillte natürlich. Der Creeper ist tot, der macht nichts mehr. Ja. Du brauchst dich auch nicht hier drin verstecken. Ich verfolge dich. Ich werde dich suchen, finden und töten. What? Was machst du mit der Key? Verfolgen, töten und Fresse. Ja. Also, während ich die Kühe verfolge, nehme ich nur braune. Nein. Hier, weiße, ich schlachte auch weiße Kuh. Okay. Dann mach du das. So, ich glaube, das reicht. Ja. Oh, warte, eine Kuh noch. Hab ich Level 11. So. Leder haben wir, Fleisch haben wir, was will man mehr? Diamanten! Hier haben wir noch Fleisch. Fleisch, rohes Fleisch rein. Schwert in die Kiste machen. Ups. Und ja, also Leute, wir haben heute, also mal kurz zu erzählen, können ja schon jetzt mal. Wir haben die Höhle erfolgreich beendet, haben einen riesen, verdammten großen Schlag. Naja, ganz beendet haben wir sie noch nicht. Ich habe noch ein paar Stellen, wo ich noch was farmen kann.
Also ich habe jetzt so direkt... aber ich bin irgendwo falsch abgebogen und bin durch einen ganz anderen Ausgang rausgekommen. Also man weiß es nicht, wo es noch alles hingetrieben wäre. Ja, du weißt, aber wir haben aus Spiel so viele Ausgänge gefunden. Aber ich glaube, höhlentechnisch reicht es für mich jetzt erstmal. Wir haben so viel Kohle, so viel Eisen. Besonders Kohle haben wir so viel. Diamanten haben wir jetzt ein Stack insgesamt gehabt. Ja gut, wir haben jetzt hier schon eine Spitzhacke gemacht und ein Schwert und sowas, ne? Aber wir haben jetzt trotzdem noch irgendwas bei 58 Diamanten. Und ich meine, hallo? Das, wo bist du eigentlich? Ja, bei mir zu Hause schmeißen noch die Schnitzel und das Fleisch in die Öfen. Ach so. Und jetzt komme ich zu dir. Nein! Ja. Yeah. Nein! Ja. Yeah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Was? Hä? Wie bitte? Hä? Naja, oh mein Gott halt. Wie, oh mein Gott? Das war mein Server. Was? Ja. So, wo bist du? Was ist verkrümelt? Kalt? Mist, ich hab kurz von der Duck-Taste runter. Ich hab schon gedacht, ja, scheint er mich gesehen. Hallo? Ich bin gerade auf dem Klo. Störst du mich mal nicht? Guck mal, wie er so durchschlug da, ne? Der kleine Spanner. Ey, mach die Tür nicht kaputt. So. Mach Fenster auf. Da kam noch was raus. Ja, mach Fenster auf. So, warte, ich muss mal kurz mich abschütteln. Hau ab. Hose hochziehen. So. Man soll ja die Lümmel nicht überall raushängen lassen, ne? Ja, vor allem nicht in einem LP. Was, du Spanner? So Leute, jedenfalls, ich hoffe, euch hat die Buggycam links unten gefallen. Schreibt doch bitte in die Kommentare, wie ihr es fandet, jetzt diese Aufnahme mit der Buggycam rumzulaufen. Was auch cool wäre, ihr könnt entscheiden, ob wir das jetzt immer machen oder ob wir das nur für Höhlentouren, Nether-Touren oder diverse andere Touren, wo wir halt nicht permanent zusammen rumhocken. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr das, wie gesagt, nur für spezielle Sachen haben wollt oder immer haben wollt. Aber wenn ihr es immer haben wollt, könnt ihr damit rechnen, dass es manchmal mal einen Tag länger dauert. Genau. Weil ich muss halt immer warten, bis Buggy mir das ganze Zeug gibt. Und da, das kann manchmal dauern. Ja, ist ja halt so, ne? Ja. Das kann dann geht jetzt so von jetzt auf sofort. Genau, und dann das ganze Zeug ja noch zu mir schicken. Das dauert auch noch ein bisschen und so weiter. Genau. Wie gesagt, entscheidet ihr, aber wie gesagt, für die Höhlentouren, für die Nether-Touren würden wir diese Cam gerne beibehalten. Ja. Weil ich finde, da wir ja eh getrennt sind, finde ich das eigentlich ganz gut. Genau, ich auch. Ja. Ich werde es sogar immer machen. Also immer machen. So auch jetzt hier beim Bauen und so. Ja, muss man mal gucken. Ich weiß nicht. Ich wäre ja eigentlich auch nur so für Höhle und Nether. Oder halt für was anderes. Immer weiß ich nicht so. Müsst ihr entscheiden. Schreibt es bitte in die Kommentare, wie ihr das findet, wie wir handhaben sollen. Oder vielleicht sagt ihr auch, die Buggycam ist zu kalt. Kacke. Nein. Schreibt es alles in die Videobeschreibung. Wäre richtig cool. Schreibt es in die Kommentare und nicht in die Videobeschreibung. Genau. Beim nächsten Mal kann ich euch sagen, dass vielleicht der Jojai mit dabei ist. Er hat zumindest gesagt, dass er gern beim nächsten Mal dabei sein will. Dann kann er nicht mal sein Haus zusammenbauen. Oder fertig bauen will er zusammenbauen. Aber es wird keine Jojai-Cam geben. Nee, es wird keine Jojai-Cam werden. Hat er mich auch schon gefragt, krieg ich denn auch eine Cam in einer Ecke? Nein. Kriegst du nicht. Nur für Stammmitglieder. Nur für Stammis. Nur für Stammis. Und das sind halt nur wir beiden. Eine Gastcam wird es nicht geben. Nee. Eine Gastcam. Braucht man nicht. Ja, wie gesagt, Höhlentour war sehr erfolgreich, will ich mal sagen. Eine Menge Zeug gekriegt. Buggy hat genug Redstone, kann die Lampen... Hast du die fertig eigentlich gemacht? Ja, die Lampen sind komplett fertig. Ah, schön, schön, schön. Ja, ja, Die werden wir uns beim nächsten Mal nochmal direkt angucken. Ja. Haben wir jetzt nicht gemacht. Doch, ich. Ja, du. Ja, stimmt. Kann man ja jetzt sehen. So,
Wir haben Lapis ein bisschen gefarmt. Das ist ja vielleicht Kohle, interessant. Allerlei und Kohle. Trotzdem. Kohle haben wir jetzt eh fast die Kiste voll. Also ich glaube, kohletechnisch haben wir gerade noch sowas. Ja, Eisen haben wir auch momentan genug. Eisen haben wir auch, sind wir auch voll geschissen voll. Außer also es kommen nochmal 20 Gäste, die komplett ausgestattet werden müssen. Oh Gott, nee. Das sind alles nur Schnorrer, weißt du? Ja, schlimm. Die können jetzt Zukunft selbst farmen gehen. Ja, echt mal. Weißt du, sag so, da hinten ist eine Höhle, geh selbst. Genau. Stimmt. Geh in die Locharschhöhle. Genau. Ey, du Arschloch, geh in den Locharsch. Ach, seht ihr, schaut mal da hin, da geht schon wieder die Sonne unter. Ah, gut, wenn die Sonne untergeht, sollten wir uns langsam auch mal beeilen. Ja, was soll noch? Ich hoffe, das Turmabbauen war nicht so langweilig, aber naja, irgendwo müssen wir es ja machen, ne? Genau. Und es war eine coole Aussicht von da oben gewesen. Sieht man ja auch nicht so alle Tage. Ja, das glaube ich euch, das glaube ich euch. Nein, sieht man wirklich nicht alle Tage, denke ich mal. Ja, und dann sage ich nur noch, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich dann auch mit den Jojai. Vielleicht auch nicht, mal gucken, aber ich denke mal ja. Hast du noch was zu sagen? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der nächsten Folge. Jo. Tschüss. Tschüss.